Rein so, da. Los geht's. Ruhrpuff. So, hier, was ist das für ein Start, Mensch? Ich will jetzt nicht wieder im Spawn getötet werden. Okay, geht los. Haben wir eigentlich alles, ne? Ja, perfekt. Oh, Leute, Trinex hier. Wir zocken Among Us. Ich bin wieder Crew. Die letzten 4 Mal als Imposter gewonnen. Eine fantastische Winrate als Crew. Es, je öfter du spielst, desto geiler ist es. Übel nice. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr wollt die geilsten Runden sehen, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Es kommen jetzt auch keine... Updates sollen auch irgendwann kommen. Neue Maps und neue Tasks und alles neu. Aber als nächstes kommen erstmal so neue Features, Add-ons mit Proximity Chat und all sowas, wo man sich dann nur hört, wo man leicht nicht reporten kann, aber man kann sich nur reden, wenn man direkt nebeneinander steht. All das wird auf uns zukommen. Also dranbleiben, nichts verpassen. Wir spielen hier ja nicht um Geld, aber es geht schon um Ehre. Wir haben hier sehr viele Leute, die jetzt hier eine Liste mittracken, wer falsche Entscheidungen trifft. Echt? Und da sind einige Leute peinlich weit oben mit Votes. Mit Crewmates rausvoten. Guck mal, so jemand wie ich kann ja in dieser Liste nie oben sein, weil ich ja nie mitvoten kann. Ich bin ja richtig. Stimmt. Ja, oder es geht auch nur, dass von allen Votes prozentuale Falschvote. Und da ist zum Beispiel Caruso ist hier zum Beispiel noch der beste Detektiv. Aber ich bin auf der Überholspur. Ich skip oft, ich mach nur, wenn ich safe bin. Detektiv. Ja, ist so. Alter. Okay, there we go. Können wir ja fuck you, my Streamer, Alter. Deswegen keine random Modes, weil die werden alle getrackt. Auf gute Runden, Jungs. Ey, viel Spaß, Leute. Lego. Psst, okay. Ich bin für die andere Map übrigens. Was das Hanky-Bild da unten ist? Das Bild ist dafür da, damit ihr die Lobby-ID nicht seht. Ein kleiner Stream-Snipe-Schutz. Und Hanky hat auch einen fantastischen Schnauzer, wodurch er einfach aussieht wie 52. Weiß einer, wann morgen das Fortnite-Turnier ist? 19 Uhr startet das Ganze. Aber morgen gibt es vorher noch einen Mittagsstream. Drückt Romatra? Ne, wo ist er hingelaufen? Max, wolltest du mich gerade killen oder was soll der Sidestep? Oh. Der Nico Sidestep? Was? Ich frag mich gerade. Romatra, du bist. Sorry. Killen kann ich für den Kill. Wo wurde Henke denn gefunden? Lass mich anfangen. Killen kann ich für den Kill Nico und Max auf jeden Fall und mich selbst halt. Max müsste das auch wissen, weil der mit Sam da runtergelaufen ist. Du kamst mir erst entgegen, bist dann runtergelaufen. Das wäre ein so typischer Romatra-Play, ne? Irgendwer. Wieso? Erklär mir mal deinen Laufweg. Du warst hier am Weapons und bist dann direkt wieder zurück in die Cafeteria gelaufen. Dann siehst du, dass ich aber Richtung O2 laufe, bist mir dann hinterhergelaufen und sagst so, wir haben zusammen eine Leiche gefunden. Und vorher kamst du aus der Richtung. Oh, bitte vote mich raus, dann hast du dir dann hast du. Könnt recht, ihr jetzt Alter, einfach mal zum zerstörst. Punkt kommen? Auf jeden Fall, der Leiche liegt vor den, da wo man dieses Laub rauswirft. O2-Aufgabe. Ja. Okay. Dann kann ich für den Kill clearen Caruso, da war es nicht. PogChamp! Wo wart ihr? Wieso? Ja, weil ich war in den Camps und Caruso ist gerade bei Mad Bay rein und auch wieder rausgelaufen. True. Okay. Aber du warst mit Sabine will mich trotzdem rausloten. Ja. Keines Tim G, wo warst du? Tim G, wo warst du? Ich war mit Sabine und wer war noch bei uns gerade? Ich bin euch entgegengekommen. Weiß ich nicht. Ja, wir waren gerade Storage. Ja, du hast den roten Skin, oder? Ich weiß es. Ja, Storage. Ja gut, dann bleiben eigentlich für den Kill nur noch TJ und Gamers. TJ war in den Camps. Ach so. Wieso kann das Nico und Romatra nicht gewesen sein? Ja, Nico kann es nicht gewesen warum sein. Warum denn Nico warum jetzt auf einmal, Max? Was soll denn ja, das? Ja, weil es Nico und Fine ist ganz sicher. Fine kann es nicht gewesen sein, weil Fine am Licht gekämpft hat und instant ist nicht wieder angekommen. Also Max ist wirklich ein PPger. Max sieht mich, wie ich Webs mache, wartet die ganze Zeit und sagt jetzt, dass ich es war. Junge, Max, es ist ganz sicher, es ist wahrscheinlich, G-Time. Ich kann nur so viel sagen. Haben wir jetzt jemanden gewotet oder skippen? Kann es gewesen sein? Stopp, okay. Max kann es nicht. Ich kann es gewesen sein. Von mir aus, Max kann es nicht. Sabine, wenn du deine Statistik, die Max hier pflegt, nicht versauen willst, dann skippst du. Max ist Nico ja, kann es auch nicht gewesen sein. Diesen Kill kann nur G-Time gemacht haben. Okay, wenn Romatra stirbt, dann wissen wir, dass es anscheinend dann Trimax war, der ihn hier in die Pfanne hauen will. Ich glaube auch, dass Trimax ist. Ich hab's nicht verstanden, ach, komm, warum du mir entgegenkamst, Romatra. Weil ich schauen wollte, wer nach links gegangen ist, das Licht ausgegangen ist. Tim, oh, die sind keiner. Du kannst ihn leben lassen, Digga. Das aber dann war Licht wieder an. Ich dachte, ey, merkt ihr das, sobald hier eine Statistik drin ist, ne? Da ist kein Random. Finde ich, ist wichtig, ist wichtig.
Test, bin ich mute? Ja, wie geil. Ich hab einfach gesagt, es gibt eine Statistik, weil ich das immer kacke finde, dass alle trollen und nicht ernst spielen und einfach so, oh, ich mache einen Random Vote oder ja, hier und alles ist. Und dann, keiner nimmt's ernst. Ich wollte um richtig dicke Preisgelder spielen, das hätte auch funktioniert. Aber das kostet natürlich. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt eine Statistik. Und jetzt strengen sich alle an und keiner trollt mehr. Mega gut. Max, du hast mich und Fine, ihr habt mich beide durchlaufen sehen, oder? Ja, ich habe extra gewartet. Ich bin nach unten gerannt, Max ist nach oben gerannt, weil wir uns quasi im Sichtkegel da getrennt haben und unten direkt, da liegt eine Leiche. Wo? Wenn ich jetzt auf die Map gucke, zwischen Shield, also bei Shields, den Gang nach oben, zwischen dem Vent quasi da, also irgendwo da, ich hab's nicht genau gesehen. Ja. Wohin geht der Vent? Also wohin geht, das habe ich nie gecheckt, der Vent von... Nach Admin geht der, glaube ich, und nach unten Shields. Und nach Navigation, ich glaube, das ist so ein Viereck. Nee, nee, das ist ein Dreieck nach Cafeteria, Admin und den Gang. Ja, ich sehe es, okay. Ich glaube, warte mal, Caruso. Warte mal, wie kann Trimax die Statistik eigentlich tracken, wenn wir Anonymous Votes haben? Das ist das erste Setting, was ich umstellen werde. Ich glaube, der Kill war von Tim Gabel. Caruso, okay. Ich will mal kurz was sagen. Du warst mit mir und Trimax O2, ne? Ich war mit dir, Fine Life und Tim Gabel in Navigation. In O2 war ich mit Fine Life, Nico und Trimax. Ja, okay, und wo bist du dann nach hin? Weil du bist der Erste, der da rauskommt. Ich bin nach oben gelaufen, in die Cafeteria. Hey, Caruso, wie hast du gesehen, wie wir in Navigation, weil das Licht war aus, zumindest bei mir. Aha. Ja, wir sind aber von O2 rübergelaufen, da kann ich mir noch merken, wer da reinläuft, Fine. Caruso, kann jemand bestätigen, dass Caruso Cafeteria ist? Ja, nee, natürlich nicht, das Licht war aus. Also ich hatte diesen Ding Justin in der Mitte, bin raus aus dem, Licht war aus und dann habe ich relativ wenig gesehen. Hast du auch Vekomatra halt getötet? Wir müssen bedenken, Romatra ist tot. Romatra hat eben gecallt, dass es nur G-Time sein kann. Das müssen wir auch noch im Hintergrund. Ich hab geskippt, aber lag der Buddy jetzt zwischen Navigation und Shields? Wenn du die Map auffasst, Shields, den Gang nach oben und da irgendwo dann. Den Gang nach oben bei Shields quasi. Ja, dann sind Romatra hat aber mit. Ich kann Romatra mit Romatra gar nichts zu tun haben. Ich hab nämlich ein Alibi. Ja, für diesen Kill. Ja, für diesen Kill, aber für den letzten Mal. Ja, ich wollte nur sagen, bevor es wieder heißt, sehe ich mal. Okay, G-Time, was war dein Alibi? Ich bin, Sabine ist nach Lower Engine gegangen und genau, ich war die ganze Zeit bei ihr. Er hat mich weird erst beobachtet und ich dachte, er will mich killen. Und hast du in der Runde davor, denkt jemand, du willst ihn umbringen. Ja, in der Runde davor hast du dann einfach Henke getötet, Gita. Da komm, Skip. Ja, okay. Das hat bei mir schon übel gebackt. Das ist das Ding, er fälscht ja mir die Statistik, er sagt, das hat gebuggt, ich habe eigentlich den richtigen gevotet, deswegen überholt er hier so. Das ist eine verzwickte Runde. Hier sind viele Leute sass. Und im entscheidenden Moment war es dunkel. Medium Rumpsteak? Wieso heißt du so? Ich hab Todeshunger. Das ist verboten. Ihr dürft euch nicht nach supergeilem Essen nennen. Na, was macht der? Was macht der? Ich versteck mich in Electrical bei anderen Leuten. Sabine, war schön mit dir. Aber on Cam zu töten ist keine gute Idee. Hä? Was passiert? Das hast du dir ausgedacht, willst du mich verarschen? Ah, okay, dann votet mich raus. Aber Sabine hat on Cams getötet vor Navigation. Ich bin rübergelaufen, Fine Life hat gesehen, wie ich rübergelaufen bin von Cams Richtung Navigation, wo Sabine gerade on Cams getötet hat. Das ist mein Punkt. Ich hab grad das Gefühl, und ich möchte kurz noch was addon. Ich bin nach Caruso, ich dachte, Caruso hat jemanden getötet, bin in Camps Hub gecheckt, bin dann Reactor Hub gecheckt, auf einmal, die Camps-Türen gehen zu und Tim Gabel ist halt da. Ah, cool, dann hat Tim Gabel ja tatsächlich gerade Romatra getötet. Wir wurden trotzdem erst Sabine. What the fuck? Tim Gabel könnte gewendet sein, ziemlich sicher. Ich hätte easy killen können. Hä, wo soll ich denn Tim, dann sag mir, woher du kamst. Woher ich gekommen bin?
Ja. Ich bin aus Electrical gekommen, war dort mit G-Time. Und du bist Lower Engine hochgelaufen. Genau. Das kann Unlucky Timing gewesen sein, viele. Ich bin jetzt ja, auch nicht so gut, auf dem, aber wie gesagt, Sabine hat. Ich bin wirklich von Lower Engine gekommen und die Finger waren schon zu. Ich verstehe nicht, warum man hier Caruso glaubt. Wurde einfach, also wenn er noch lebt, ist er halt einfach. Ganz ehrlich. Warum du bist reingelaufen, hast ihn gekillt und willst mir anhängen. Ja, in der letzten Runde bin ich mit Sabine die ganze Zeit gelaufen. Die hätte mich easy töten können. Keiner hätte was mitgekriegt. Also das klingt schon wirklich erfunden. G-Time, ich habe eine Frage. Wie viele Blätteraufgaben hattest du diese Runde in der ganzen Runde schon? Nee, zwei Stück habe ich gemacht. Nein, der kennt ihn noch nicht. Ach so, okay, dann. Ah ja. Aber war trotzdem richtig. Zwei Blätteraufgaben? Also, ja, ist richtig, weil er war gerade unten. Das heißt, er muss davor schon Blätter weggebracht haben oder halt aufgenommen und er hat's gemacht. Also. Hä? Ach komm, Freunde, TJ ist so sauer, wenn wir jetzt die Sabine rausvoten. Der hat doch hier diesen Pulsmesser, wenn wir Sabine jetzt nicht voten, dann geht er auf 190. Das, was Caruso gesagt hat, hat mich abgeholt. Sag es, wenn Sabine es wirklich ist, dann ist G-Time der andere, weil er sie gerade so verteidigt hat zu kommen. Nee, also richtig toll. Ich dachte, G-Time, er will mich für ihn killen. Ich glaube nicht, dass G-Time den ersten Kill gemacht hat, einfach aus dem Grund, dass G-Time nie so schnell Kills macht. Oh, die beiden Leute, die geskippt haben, das sind Minuspunkte in der Statistik. Oh, da hat Trimax direkt ein Auge drauf. Der ist der zweite, das ist echt G-Time. Der kann ihn nicht so verteidigen. Das wäre zu wack. Ist das Caruso? Das würde Caruso nicht machen. Tim, ist hier alleine drin? Ist hier eine Leiche? Keine Leiche. Caruso würde niemals Sabine raushauen, wenn sie es nicht war. Das ist doch voll fies. Die war eben gerade in der Runde schon tot. G-Time Ultras hasse ich lauf. Ich hab Angst, dass ich sterbe. Ich mach hier oben erstmal die Aufgabe. Ist euch mal aufgefallen, dass ich noch nie gestorben bin, während ich gescannt habe? Das ist so... Da ist man unsterblich gefühlt. Ich hätte immer Angst, dass ich sterbe und bin nie gestorben. Warum ist denn das so lange dunkel? Ich muss jetzt zum Licht, sonst haben die alle wieder Cooldown. War ja todeslange. Oh, schon. Ich glaube, G-Time will mich gerade umbringen. Hä? Ich glaube, Caruso ist tot und wieso hast du Emergency gemacht? Ja, erkläre ich doch gerade. Er wartet auf mich, ich will rausrennen, also ich habe es noch geschafft rauszurennen, in dem Moment geht aber die Tür zu, als ob ich fangen wollte und rennt mir bis Emergency jetzt hinterher. G-Time, kannst du mir erklären, oder warum bist du überhaupt nochmal in Electrical? Ich bin einfach, ey, ganz ehrlich, ich bin mit dir rumgelaufen, weil du gerade in Electrical hast ja gewartet und dann bin ich mit dir die ganze Zeit danach rumgelaufen und ich bin ehrlich zu dir gegangen, weil ich gedacht habe, okay, bei dem bin ich auf jeden Fall. Wie weißt du denn, dass ich gewartet habe, wenn ich dich nicht im Sichtkegel gelangt und das Licht aus ist? Wie weißt du denn, dass ich da stand und gewartet habe? Weil ich einmal kurz da unten gegangen bin und da standest du da noch und da habe ich meine drei Aufgaben gemacht. Nee. Ich hab irgendwie Messes auf Tim G jetzt auf Game of Time Talk. Du kannst mich gerne rausvoten, das ist egal. Weil das Ding ist, den Kill an Romata vorhin, den hat, glaube ich, nicht Sabine gemacht. Das heißt, für den Kill ist Tim halt immer noch ultra sus. Und Tim läuft so weird, mit so einem Movement und Pathing über die Map. Es ist insane. Ja, der ist nur am Sprinten. Noch nie eine Taske, der ist nur am Durchziehen. Der ist jetzt schon fünfmal bei mir vorbeigesprintet. Ja, ich wollte auch sagen, wir hauen Tim raus. Ich kann euch auch gerne sagen, was ich gemacht habe. Aber ich habe halt auch lange nicht gespielt, so muss man sagen. Ja, aber so viel Strecke, wo willst du denn hin? Der läuft bis nach Polos. Du bist fünfmal ums komplette Raumschiff gesprintet und überall liegen hinter dir Leichen. Ja, ist okay, dann kickt mich raus. Also. Also ich finde Tim und. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein Ding zwischen G-Time und Tim G-Time ist. G-Time, sag ehrlich, bist du es, komm. Sag einfach. Junge, ich habe diese Runde. Ich kann dir genau sagen, was für Task ich gemacht habe. Ich will ja nur wissen, ob du es bist oder nicht. Ey, lass mal.
Lass mal Tim raushauen und volle Verantwortung auf mich, okay? Wir sind gerade schon ein Stück. Hey, what the fuck? Wirklich? Ich hab irgendwie einen Trust in G-Time. G-Time killt nicht so schnell. Der eine Kill, wo alles dunkel war und alle ineinander, das ist ein zu krasser Kill. Das würde ich eher Tim zutrauen. Ja. Danke, aber ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass G-Time so lügt irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn ihr mit Tim wollt, dann gehe ich mit. Ich sag ehrlich, ja, ich gehe mit Tim, komm. Ey, lass Tim. Nee, der ist die ganze Zeit nur am Sprinten gewesen, einfach komplett. Ja, komm, ich geh mit, Leute. Hey, what the fuck, Alter. Victory. Schmutz, ihr seid einfach am Arsch. Ihr seid einfach am Tim Arsch. Tim und Sabine, Victory. Diese komischen Random Vote. Let's go! Was soll ich dazu sagen, Leute? Alter, wie stark war das wieder? Ich hab volle Verantwortung auf mich. Junge, direkt nicht mal Timeout abgewartet, direkt weggerotzt, Junge. Ja, Digga, was soll das denn? Nirgendwo wurde ich erwischt. Tim, du bist so gisch, du bist nur am Sprinten gewesen. Wahnsinn! Gierig, richtig gierig, ja. Ich hab noch nie jemanden so viel Strecke zurücklaufen gesehen. Tim hatte auch so ein weirdes Movement, er läuft in den Gang zu Mad Bay. Aber ich hatte echt weirdes Movement, weil ich wirklich übel rusty war. In der Statistik von meist zurückgelegt ist. Bei mir schreibt ganz einer übrigens, du hast dir die Statistik ausgedacht, damit nicht so viel gerandom votet. War das ein Five-Head-Play von dir? Ja. Perfekt. Administrative Sache, Gideon, wie sieht's aus? Würdest du Platz machen für Chef? Weil jetzt ist ja einer. Ja, ich gehe dann jetzt. Dann hier sind noch ein paar Steine abbauen. Gideon, du warst aber gut. Sorry fürs Beschuldigen, Junge. Sorry. Ja, kein Problem. Hast jetzt nur ein Game gemacht, Gideon? Du kannst auch noch gerne ein zweites machen. Nee, ich spiel ruhig. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und euren Zuschauern, ne? Hey, danke. Bis zum nächsten Mal. Mega nice. Halt die Ohren steif, Gideon. Die Ohren steif und alles und so. Das ist mein Spruch, Umatra. Du klaust alles. Chef, wir alle warten nur auf dich. Ich wusste noch nicht, dass er Dings. Oh, Chef, wir warten nur auf dich. Ich muss nochmal lachen, weil Tim ist halt echt viermal voll an mir vorbeigesprintet einfach. Digga. Ich werde dich so massakrieren nächstes Spiel, Digga. Hey, ich werde dich so butchern. Ja, aber dann versuch nicht dabei die ganze Zeit zu sprinten, sondern auch mal vielleicht eine Aufgabe zu machen. Ich werde dich massakrieren, Bro. Schulz war einfach von allen. So, jetzt mal, Kinder. Max, wir lieben dich. Spielen wir erstmal eine Runde. Komm. Yalla. Test, bin ich mute? Kriege ich das hin? Nein, wir verschuldigen uns nicht gegenseitig. Hallo. Und Sabine, es war der Nico. Perfekt. Perfekt. Ey, Tim Jacken, welchen Schlüssel hattest du oben? Den 17. Henk und Sabine haben gerade einen Buddy gefunden. Tim, das macht er immer. Ich wollte auch schnell immer rein. Ich habe einen Buddy gefunden. Nein, sag mal, Tim, ja, TJ, sag mal, was, welche Schlüssel hast du oben? Tim, das macht er immer. Achso, dass er da oben rechts steht. Könnt ihr mir mal kurz sagen, wo die Leiche lag, bitte? Unten in O2 vom Downpool. Henke kam gerade von den Wasserrädern, Sabine kam gerade unten rechts durch die Tür. Da waren gerade vier Leute drin, habe ich mit Max auf dem Admin-Panel gesehen. Aber wer hat denn die Leiche jetzt gefunden? Also, ich sag ganz ehrlich, das ist absolut wrong call. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Es stimmt halt. Ich habe absolut nichts gesehen. Nee, ehrlich. Caruso, hast du safe jetzt schon gewotet? Caruso, hast du den Camps gesehen? Ich hab's in den Camps gesehen, ja. Der Nico hat getötet. Na gut, wie schnell, stopp, bevor jetzt alle votet wieder und Caruso irgendeine Scheiße macht. Ja, ich wollte gerade sagen, wie schnell nach dem. Digga, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn mal aus dem Arsch raus da? Okay, dann vote ich jetzt auch Nico. Das ist mir jetzt auch zu anstrengend. Hey. Okay. Raus mit dem Wichtel, raus. Sauni, das Sau hier. Ich sag's immer wieder, Uga, 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 Caruso, raus mit der Nico.
Ey, wenn das jetzt falsch ist, bin ich. Wenn das jetzt echt falsch ist, dann ist das echt abgefuckt. Ja, bist du easy. Caruso schießt eigentlich auch eine Statistik von mir. Caruso, Ü. Und Ü. Ja, Ü. Bis später. Ah. Test, bin ich mute? Dann ist man's endlich mal. Und dann ist es doch scheiße. Jetzt muss ich, jetzt ist es halt. Ja. Wo? Max hat Chef Schrumpfe getötet, ist mir entgegengelaufen, ist wieder zurückgelaufen, hat reported. Kurze Frage, wer in der Zeit. Ach nee, Nico ist herausgefunden. Ey, können wir bitte Max voten einfach und die Sache beenden? Bin dabei. Ich kam von. Wo kamst Southwest? Du? Ja. Southwest? Ja. Ja. Da kam mir gerade Henke entgegen. Aha. Ich lauf los, sehe Chef Strubels Leiche, lauf drüber, guck, ob da noch einer ist. War keiner. Umatra kam auch gleich in dem Moment, deswegen sehe ich ultra sass aus. Bin mir aber sehr safe, dass es Henke ist, weil da sonst keiner war. Aber dann wurde ich Trimax, weil es falsch ist. Ein Instant Reporter. Wie bitte? Du bist eigentlich jemand, der sehr schnell reportet und nicht nochmal einfach guckt. Na, dann stimmt. Okay. Es sind ein paar Sachen, die neu sind. Okay. Aber das Ding ist, ich wollte jetzt Persönlichkeit. Auch Trimax. Das Problem ist, wenn jetzt Trimax falsch ist und dann nicht Victory kommt, dann war tatsächlich auch Henke der erste Kill. Ja, dann. Guck mal, das ist eine kleine Frechheit, die sich hier gerade passiert, deswegen wurde ich direkt Trimax, weil es Quatsch ist, Digga. Na, schauen. Absolut korrekt entschieden. Absolut korrekt entschieden. Ich bedanke mich in der Runde. Ich glaube, wir haben. Aber vielleicht vielen Dank. Ah. Prost, rausgekommen. Wie soll ich 7 Leute alleine töten? Ah. Oh no. GG. Ey, der Kill Mata kommt gerade runtergelaufen. Max Turn. Sehr gut geworden, Freunde. Ich habe mir gerade in meinem Stream mein Liebesgeständnis gemacht. Ich bin ehrlich, ich habe schon eigentlich gesagt, warum? Ich habe auch gesagt, ja, Max killt mich schon jetzt Specimen Room. Sorry. Ich muss dich töten. Max, ja, Max, ja. Tut mir leid, mehr kann ich nicht sagen. Dir. Kein Problem, Dank. Nico. Ich hab im Chat geschrieben, du bist so ein dummer Hurensohn, mach den Chat aus, du dummer Hund. Wow. Ah, keine Ahnung. Korrekt, Digga. Wow. Oh, viel Spaß. No. Ey. Full Triad Fokus wieder. Ja, der Stream-Snipe-Schutz von Henkis Schnauzer ist schon echt hilfreich. Was machen wir? Ah, Chef Strube wieder, laufe ich direkt weg. Was für Rumatra? Ist es Rumatra? Ich glaube nicht, dass er sich so penetrant verfolgen würde, wenn er es ist. Wäre ja wack, oder? Einfach Imposter sein und sagen, jo, ich laufe jetzt nur Trimax hinterher und töte ihn. Ich meine eigentlich nur Chef Strube. Wäre ich enttäuscht, wenn es beide, wenn es Chef Strobel und Rumatra machen. Wo kommen wir denn dann hin? Das geht gar, das kann das nicht bringen. Ganz kurz, ich kann sagen, es war entweder Sabine oder Fine Live, weil der Buddy liegt an Admin Table und es hat ein E in dieses Decontamination-Fenster durchgeguckt. Dann müsste, wenn Henke noch an den Camps ist, Henke saven können, dass ich an den Camps. Ich habe gerade Rumatra und Trimax in Auto beobachtet. Nee, ich habe Rumatra. Ich habe Fine in Camps gesehen, die war safe in Camps. Also ich habe die, also gerade kann sein, dass. Also, wo war der Kill? Der liegt am Admin Table. Und es hat ja, dann no chance. Fine kann es nicht gewesen sein. Also kann man nicht rüberwenden, oder? Von Security kann man nicht rüberwenden, nein. Ich hab Rumatra und Trimax. Sabine, das muss ich jetzt echt sagen. Ich call Sabine dann, wenn es so true ist. Ja, mein Imposter meldet Tim Gabel und ich habe keine Ahnung, warum er mich einfach hier so hops nimmt. Weil ich ihn rechts rausgebombt habe. Ich muss auf Toilette, sorry, Leute. Yo. Was ja, denn was? What the fuck? Hä? Was kann ich sagen? Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ist es true? Hat sie gerade wirklich geleakt? Ja!
Hä? Das ist ein Joke, oder? Das ist wirklich ein Joke. Hank ist mit Fien in Camps. Und wenn man sich so easy catchen lässt, was soll ich denn machen? Dann sag ich, ja, was soll ich denn? Hä? What the was, fuck? Was war jetzt? Ich hab gar nicht zugehört, was passiert. Der Schrubbelzug Weekend League. Das ist leid für Tim. Für Tim hat das noch eine Bilder runterwenden können. Letztes Mal, ich hab schon die Fresse gehalten. Ich war Imposter, sie ist tot und sie macht die ganze Zeit Sabotage. Ich war so gut, das ist die letzte Runde. Egal, reg dich nicht auf. Vielleicht neu, aber das, what the fuck? Was geht jetzt? Ja, lass Sabine voten. Ich würde gerne das vergessen, dass ich weiß, dass es Tim ist, um Timmy Runde nicht zu stehlen, aber. Hä? 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 Was ist das? Das ist schön. Ich verstehe jetzt nicht. Karuto sagt, er hat ein E gesehen und wenn ich sage, Fine ist safe, dann. Es ist doch gar nichts klar. Ja, dann sag doch nicht, dass Fine safe ist. Natürlich sage ich, dass Fine safe ist, weil Henke neben ihr war. Ja. Und wenn ich das erste sage, ist doch klar, dass es ist ja trotzdem kein Grund, dass Sabine liegt, dass Tim es ist. Ich kann auch gelogen haben. Ich kann auch gelogen haben, Bro. Jetzt ist es Tim gar nicht. Außer Tim und Sabine. Ja, ich weiß schon, aber jetzt wissen wir es ja. Lass Sabine. Das wäre ein heftiger Plot-Twist jetzt. Hauptsache, einer hat mich gewotet. Cool. Ich bin wieder richtig auf Frust, Digga. Jetzt muss ich wieder Frauen anschauen, ob ich Frust ficken muss. Okay. Tim, brauchst du wieder einen Retalk, um runterzukommen? Tim, den Vote für die Statistik, den hätten wir aber mitnehmen müssen auf Sabine. Arsch weg, um runterzukommen jetzt. Hey, lass mal bitte jetzt die nächste Runde aber ein bisschen ernsthaft spielen. Das war jetzt. Ich glaube, es war ein bisschen tilting. Perfekt. Ein bisschen tilting? Victory. Oh mein Gott. Ich bin davon abzukacken. Tell me all about it. Tim Gabel bald neuen Podcast. Ich wollte schon Tim Jacken. Mein Chat hat sich aber gerade höchst amüsiert. Dankeschön. Sabine, das war die lustigste Aktion des ganzen Abends. Ja, echt. Sabine hat gerade komplett alles. Ich dachte, sie verarscht auf einmal richtig gewinnt. Ja, ich dachte das halt auch. Einfach lieber. Warte hier. Scheiß drauf. Ich mach jetzt call ich letzte Runde, weil die Runde gerade trash war. Hey, och, Henke, was soll denn das? Henke. Kein Bock mehr jetzt. Henke, komm. Es ist gleich 23 Uhr, letzte Runde. Henke, letzte Runde auch für mich, hallo, letzte Runde. Henke, ja, dann call ich auch letzte Runde. Frühestens um 13 Uhr. Nein, hört doch mal auf, jetzt lass doch weiterzocken. Ich spiel bis 23 Uhr fertig und wenn der Henke Runde sagt, ist cool. Komm rein, Tim. Was ist denn? Lass doch zocken jetzt. Ja, ich bin beitragend. Ihr tut gerade so, als wäre euch das passiert. 23 Uhr. Alter, Tim, ich bin rausgeworfen, weil ich